Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane. Ja, gerade ist hier die Hölle auf Erden. Der Blutdämon fickt uns dermaßen durch. Neu starten. Puh. Aber jetzt müssen wir. Jetzt wird's. Weakling. Jetzt kriegen wir hin. Ach, halt die Fresse. Du bist groß, du bist stark. Und ich bin nur ein Zwerg. Oh, da kommt der. Nicht gleich zum Anfang. Gott sei Dank. So, drei Schreine schon mal im Arsch. Das ist schon mal gut. Nein, nein, ich muss weg. Schade, der Schrein geht dadurch nicht kaputt, aber der Blutdämon kriegt dafür ein bisschen Schaden. Wir müssen weg. Und weiter. Na, da wollen wir hin. Und weg. Zwei Schreine haben wir noch. Du willst doch mal weg. Geht doch. Aua, aua, aua. Ja, das war jetzt aua. Wo ist der Schrein? Verdammt. Ah, ich bin gegengelaufen, hab mich nicht gesehen. Nein, was macht der denn da? Hör doch mal. Oh, gar kein Schrein erwischt. Das macht mich gerade nicht glücklich. Los, los, weg, weg, weg. Und weg. Und weg. Ja, schön Schaden. Wir müssen weg. Und gleich wieder hin. Und wieder weg. Aber sowas von weg. Weg, 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 weg. Junge, weg, weg. Ah. Gut, wir werden es jetzt so machen. Ich werde es jetzt weiter versuchen. Ihr müsst nicht jedes Mal sehen, wie kläglich ich scheitere. Wahrscheinlich brauche ich noch 20 Versuche oder so. Ich werde dann das halt so hinschneiden, dass dann der nächste Versuch der Versuch sein wird, wo wir dieses Typ, diesen Blutdämon sowas von kastrieren werden. Ja, also seid gespannt. Wir versuchen es nochmal. Neustart. So, komm her, du dreckiger Drecks. Rotaxt. Bei dem Spiel wird man langsam echt aggressiv. So, ja, komm, geh weiter. Und los geht's. Und weg. Das waren dann schon mal zwei Schreine oder drei, ist doch schon mal nicht schlecht. Bauen wir mal ab. Ach ja, ist immun. Außerdem habe ich mich gerade verklickt. Zwei Schreine noch, ich das sehe. Aua. Und weiter geht's. Na los.
Verdammt. Naja, ich brauche mehr Energie. Tja. Ich hab nix. Geh weg. Kein Kommentar. Where is the Harbinger? Give her to me and I'll make your Oh, was wird's? Es wird ein Blutgott! Uhuhu. Nein, ein Blutdämon. Fängt er gleich an mit seiner. Genau. Und weiter. Und schnell weg. Drei reichen mir erstmal. Hör mal auf, du willst weg. Genau in diese Richtung wollte ich eh schon. Äußerst praktisch, wenn er hier eh schon am Rand ist. Ja, du bist immun, meine Mama auch. Ah. Verdammt. Das war ein Satz X. Wir sind weg. Der war kaputt. Der hier. Ist auch kaputt. Oh! Da gab es so ein rotes Energieknüdelchen. No, I need more time. Gut, jetzt haben wir aber alle, mein Freund. Also komm her. Regt der mich auf. Ich verspüre Hass. Hass gegen Korn. Ich werde nie wieder Modelle von euch kaufen oder... Ah, nie wieder. Er ist immun. Scheiße. Oh, Stufe 2 in der... Scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Ja, ich brauche auch mehr Time. Time for... Lauf weg! Brauchst du schnell einen Kaffee? Oh, ja? Nee, scheiße. Zu spät getrunken. Kommt er jetzt? Ah, ich bin fast reingelaufen, ich Horst. Lauf, er verlangsamt uns. Braucht mein super duper. Okay. Aber. Okay, das heißt, wenn er diese Attacke macht, müssen wir quasi weg, ja?
So, dann gleich hin. Oh, das war einmal daneben. No. I need more time. Ja, I need more time. Time. Wow, 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 wow. Warum ist er jetzt wieder immun? Was tut er? Oh, das ist die letzte Runde. Ich weiß nicht, wie er sich bewegt, was er macht, wie das jetzt auch vonstatten gehen wird. Aber wir müssen ja auch mal hauen, ne? Oh, weg, 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 weg. Er will nochmal springen. Oh, lauf, Heinrich. Lauf weg, Mann. Take me like that. Hit me. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. Heilung. So, jetzt aber. Ah, du kleine Scheißfotze. Ah, ich reg mich hier auf hier. Nein, nein, nicht sterben. Oh, wir haben ihn besiegt. Ich weiß nicht wie, wir haben ihn besiegt. Fuck you, Korn. Aber nicht die Band, die mag ich. Die Band ist super. Puh. Jetzt muss ich selber wieder vorlesen. Das ist ja wieder... Danke. Danke für den Sieg, dass ich selber lesen muss. Bei Utgrims Axt ruft nach euch sogar noch, als sie aus den leblosen Händen des Chaos-Champions geleitet. Version voller grandioser Gemetzel drängt in eure Gedanken. Eine rote Flut von genug Stärke zum Ertränken der ganzen Welt. Eure Hand bewegt sich wie von selbst und greift nach dem blutverschmierten Schaft der Waffe. Leave the axe to me, Dwarf! Do not touch it, lest you forfeit your soul. Your courage and skill have saved a great many lives. Uthgrim Redaxe is dead, and his warband has been scattered. It will take many years, I suspect, but Gorchev and his people now have a real chance at rebuilding Prague. Ach, Prag wird nicht wieder aufgebaut. Ah, doch, es wird wieder aufgebaut, man streicht nur ein A weg. The fighting's been good, but we're still no closer to the Harbinger. Did Uthgrim tell you anything before he died? She made the same offer to Red Axe that she did to Kessler. Uthgrim said he didn't need her help to take over Kul's horde and threatened to kill her instead. Said she'd gone to seek the followers of Slaanesh in the Forest of Knives. Never heard of it myself. I would not expect you to. It's an ancient place, deep in the frozen wilds of Norska. An elven city used to stand there, long before the coming of chaos. If the gods are with us, I may be able to open its waystone and allow us to travel there. Something else. Red Axe called the Harbinger that southern witch. What's that supposed to mean? From Uthgrim's perspective,
anyone not from the Chaos Wastes is a Southerner. Well, if she's not from the Wastes, who is she? Someone from the Empire? It would explain how she was able to recruit Kessler and carry out the attack at Nuln. Don't be ridiculous. If she were from Nuln, the Witch Hunters would have found her and dealt with her long before she'd become a threat. We'll know the truth soon enough. For now, let's return to the forest. I must make preparations for the next phase of our journey. Ja, dann treffen wir uns im Wald. Die beiden Kasper laufen vor. Ja, ging dann doch ziemlich schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den noch irgendwie hinkriegen. Ich dachte, ich habe mich jetzt hier echt hingesetzt, Getränke vorbereitet. Ich dachte jetzt wirklich, ich muss jetzt noch 2 Stunden oder so gegen diesen Typen kämpfen. Aber hat ja Gott sei Dank irgendwie funktioniert. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie er am Ende gestorben ist. Muss ich mir selber nochmal anschauen. Oh, wir haben jetzt auch den Boss Rush freigeschaltet. Machen wir trotzdem erst dann, wenn wir wirklich einmal das Spiel durch haben. Eine Fähigkeitspunkt, den haben wir schon. Hier gab es aber nicht tolle Sachen. Hat sich gar nicht gelohnt gegen den Boss. Naja. I am ready to open the Waystone to the Forest of Knives, Braggy Axebiter. I trust you are prepared. The path ahead will be perilous indeed. Worse than Prague? Good! I could use a challenge. Do not be so sure. The forest lies in the heart of Norska, which sits at the edge of the Chaos Wastes. The winds of magic blow wild there, corrupting everything they touch with the power of chaos. There's more to it than that, High Loremaster. Much more. Do you want to tell him, or shall I? What's he on about now? Of all the Chaos Gods, Slaanesh is the one my people dread the most. We know her as She Who Thirsts, because she craves the souls of Elvenkind more than any other race. Slaanesh is the god of excess. She corrupts by fulfilling one's darkest wishes and deepest hungers. In ancient times, her secret cults flourished among my people. You see, dwarf? Not even the high and mighty elves are safe from the temptations of chaos. Once we reach the forest, I will remain close to the Waystone, where its energies will conceal my presence. I cannot risk drawing the attention of the cult until our mission is complete. Not to worry, High Loremaster. I will see to it that the dwarf receives all the help he deserves. Cast your spell and let us depart. Ja, dann lass uns doch mal los. Bin endlich weg aus Prag. Wobei hier die milde Spende machen wir nochmal. Hier die Gegenstände schnell weg, ja. Das waren ja tolle Sachen, die wir vom Boss gekriegt haben, ne? Und weg hier. Ab nach Norska. Ich habe gedacht wirklich, dass wir am Anfang immer die, nur die ganzen Städte abarbeiten müssen. Aber ich glaube mittlerweile wirklich nur, dass wir die Chaosgötter abarbeiten. Dann machen wir jetzt Slaanesh platt, danach kommt... Ja, ihr wisst schon, und dann sind wir durch, oder was? Habe ich so langsam die Vermutung. Sigmar's Bones! How did you get here? It's a long and bloody story, friend. Find me a cask of ale and I'll share it with you sometime. Ein Fässchen Bier. Never mind about me. Who are all these people? Imperials and Kislevites captured by Norse raiders. They bring their captives back to Norska as slaves or sacrifices to their foul gods. We are the lucky ones. We managed to escape.
But we quickly learned that without a ship, there was no way to make it back to our homes. So we ended up here. We found the ruins of an old elven city deep in the forest, and plenty of food to eat. For a time, we thought we were safe. Until Strayling arrived. Strayling? Thurgun Strayling, a Norse warlord who joined Asavar Kul's horde. When Kul died at Kislev, Strayling and his warband fled here. They've taken over an elven temple at the heart of the forest and desecrated it with their foul rituals. Now, Strayling's people hunt us through the forest. Some they kill, others they drag off to the temple. Soon, there won't be any of us left. This Strayling, does he have any dealings with a sorceress? Someone who calls herself the Harbinger? How did you know? Lucky guess. Look, Clint, I need to get inside that temple. Can you help me? I wish I could, friend. But right now, I have more urgent problems to solve. Impertinent wretch! We are agents of the Empire. Never mind him, Clint. What's wrong? Every time my people try to leave camp and hunt for food, Strayling's men are waiting for them. We've been trapped here for weeks, and there's nothing left to eat. Right, I'll go deal with Strayling's men. Then you and I will talk about how to get into the temple. Alone? Are you mad? Strayling's men are vicious killers. Ha! That's the best news I've heard all day. Ja, auch dieser Aufbau gerade wieder, dass wir jemanden treffen, der uns quasi Quests gibt und auch hier wieder, dass wir quasi erstmal Nahrung suchen sollen, weil er selber sich nicht raustraut, ist ja gerade genau das Identische wie in Prag. Also, jetzt sieht die Landschaft sieht ein bisschen anders aus, hier mal ein kaputtes Schiffchen, sieht ja ganz nett aus, unsere Truhe, ein Händler oder sagen wir mal jemanden, der mal Sachen spenden. Auch da hätte man mal ein bisschen variieren können, finde ich. Dass man vielleicht auch zu dieser Ortschaft erstmal hinkommen muss, quasi. Aber naja. Das Spiel macht ja Spaß, aber ich habe so das Gefühl, dass sie am Anfang echt Bock hatten und dann immer nur ja, sich wiederholen. So. Ah, die sieht sehr cool aus. Cool. Endlich wieder normale Gegner. Nach diesem Blutdämon, ey. Ach, endlich normale Gegner. Was ist das denn hier? Ich weiß, die Sirenen gehen mir jetzt schon auf den Sack. Oder wie immer die auch heißen mögen. Ah, es ist so schön, endlich wieder Gegner. Sind aber beweglich hier. Ui, apropos beweglich. Schlitzt mich ja ganz gut auf, die Mädels. Aua, aua, aua. Jetzt geht's wieder. Jetzt kann's weitergehen. Fünf Male des Slanisch. Ist das
nicht kalt, wenn man so halbnackt im Schnee rumläuft? Ich würde mir einen abfrieren. Oh, da muss ich hin. Nee, ist schon weg, Mist. Stehen. Ah, es ist richtig schön gerade. Richtig schön, endlich mal wieder massenhaft Leute töten. Dämonen oder hier Fanatiker sind das ja eher hier. Das ist richtige Wohltat, finde ich gerade. Let's give him a little respite. Richtig schön entspannt. Und das müssen wir alles einsammeln, ne? Don't toy with me. Just strike the fatal blow. Ein bisschen Energy wäre ganz gut. You'll never take me like that. Hit me. Ist er verletzt oder ich? Er war sich ja nur am Beschweren hier. Die schlagen und springen weg. Die sind gar nicht so schlecht. Weil die Kornjungs sind ja immer nur rein, langsam Schaden gemacht und dann weg. Aber die Mädels hier, die ziehen echt. Hab ich doch gerade geheilt, verdammt. Ah, darauf habe ich gewartet. Oh, da habe ich was übersehen. Kommen wir zurück. Oh, habe ich nicht eingesammelt. Nochmal zurück. Den auch nochmal. Na, lauf. Ich lasse dich nach Hause laufen. So, jetzt will ich mal eine ganz große Bangage hier richtig schön mal flambieren hier. Kommt der. Wo seid ihr denn hin? So, die Hälfte der Slanisch-Symbole haben wir ja schon mal.
Und ein Stufenaufstieg. Hey, hey, hey. Ganz schön lange Klauen. Ich glaube, früher in der zweiten Edition waren die sogar ein bisschen nackt oben, ne? Oben rum. Die anderen Modelle später haben dann Klamotten gekriegt bis oben hin. Naja, früher war man ein bisschen freizügiger bei GW. Die Zeiten sind vorbei. Uiuiui. Aber auch wenn sie jetzt oben ohne wären, ich hätte keine Zeit darauf hinzugucken. Es ist einfach hier zu viel los. Ah, fuck, wir sind schon da oben rechts, haben wir vergessen. Ah, nochmal zurück. Kilometerweit zurück. Ach komm, vielleicht findet man doch die andere Richtung da. Vielleicht geht es ja einmal so im Kreis. Hoffen wir es mal. Müsste schon ein bisschen mehr sein hier. Ohoho! Ja, das ist die richtige Menge, die ich erwartet habe. Jeeha! Das ist geil. Mal ein bisschen Leben holen. So, haben wir mal ganz viel gekillt. Das ist mal cool. Das war cool. Achso, du bist ja auch noch da. Den holen wir uns mal. Oh, können wir da zurück? Ah, wir kommen da zurück. Super. Müssen wir nicht so einen weiten Weg laufen? Naja, gleich. Hier, kommt alle her, kommt alle her. Kommt her. Alle schön auf dem Haufen. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Das macht Laune. So, und dann muss man nicht so lange zurücklaufen. Ich renne euch nicht hinterher. Da habe ich keine Lust für. Warum blinkt der Punkt hier noch? Haben wir da was liegen lassen? Nach oben, ne? Wir müssen noch einmal und irgendwas stehlen. Dann haben wir das auch fertig. Ja.
So, seid ihr alle da? Ach, ist das schön. Ich liebe diese Attacke. Habe ich dir schon mal gesagt? Ich glaube, ja. Egal, man kann es nie genug zu oft sagen. So, Mission komplett. Complete man nicht. Und jetzt verlassen wir den Wald. Ja, ich denke mal hier irgendwo gehen wir aus dem Weg. Hier ist eine Truhe. Na gut, kommt her. Don't try with me. Just strike the fatal blow. Ah, sind doch ein bisschen zu viel. Ah, diese Mädels sollte man nicht unterschätzen. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ne, das ist was anderes. Oh, warte mal. Neuer Schlipper. 1100. Oh, 2800 Energie. Den nehmen wir doch. Alter, der ist ja Hammer. So, nochmal einen Schluck Kaffee und dann geht's raus hier. Ah ja, hier wo Leute sind, sind wir richtig. Ja, hier ist auch schon der Ausgang. Gut, schneller als erwartet. Warte, wenn wir schon beim Händler sind, der Rest kann weg, ne? Ja, komm, ist nicht viel. Die sind ein bisschen geizig da. Islamische Jungs und Mädels. Send out your hunting parties, Clint. The forest paths are clear for now. I can't believe it! What is your name, friend? Braggy Axebiter. The cheerless lump of lead is Witch Hunter Voss. Pay him no mind. He hates everyone on general principle. Well, we're in your debt. The camp isn't much, but you're welcome here. We've a merchant, if you've got any gear to sell. There are shrines as well, if you wish to offer a prayer to the gods. Verkaufen? Wir können nur spenden, Mensch. I need to tell my people the good news. Come back to me when you're ready, and we'll talk more about the temple. Ja, das war's jetzt von ihm. Bisschen Erfahrung. Bisschen Gold. Und ein Fertigkeitspunkt. Jetzt kannst du deine Ausrüstung segnen, indem du dein Inventar Menü zum Verbessern der Gegenstände auswählst. Aha, aha, aha. Es gibt ein Inventarmenü für Verbesserung. Oh, 15 Punkte verfügbar. Dann können wir ja endlich mal den besseren Sprung reinpacken. Nämlich den für 15 Punkte. Jawohl. Da haben wir schon die stärkste Attacke. Das ist unsere Grundattacke. Davon haben wir die zweite. Dann würde ich wirklich sagen, hier diesen Amboss-Sprung, ich liebe ihn. Wohl, kommen wir hiermit besser? Was macht der denn? Energiekosten 12, der kostet auch 12. Okay, Schaden ist mir eigentlich egal. Lässt mächtige Ladung aufgehen. Und der lässt eine Feuerspur, damit der Gegner verbrennt. Oh, ich will eigentlich damit immer nur wegkommen, aber es sind 10 Punkte, ne? Man könnte ja erst, sag ich mal, den mittleren Amboss nehmen.
Ach, scheiße, wir nehmen den großen. So. 5 Punkte. Wenn wir 5 Punkte haben, können wir den nehmen. Passt sogar, aber wir nehmen ja 5 weg, 5 wieder drauf. Passt. So, den ganzen anderen Kram, das liegen. Oder gucken wir uns nächstes Mal an. Und das ist noch neu? Nee, das ist nicht neu. Ich wollte mal die Segnung gucken. Wie kann ich denn jetzt Sachen segnen? Kettenaxt, was? Wie kann ich jetzt Sachen segnen lassen? Das verstehe ich gerade nicht. Ja, 2 Fähigkeitspunkte. Ist aber auch noch keine Segnung. Inventar und nu? Oder muss ich ja noch irgendwo hinlaufen? Warte mal ganz kurz. Hier machen wir nichts mit Segnung. Das ist unser Sprungtor. Unser Teleporttor. Das können wir hier machen. Hier können wir auch nichts machen. Das ist unsere Truhe. Das ist der Händler. Hm. Ich würde gern was segnen lassen. Entweder habe ich nicht aufgepasst oder ich habe es nicht verstanden. Nee, das ist falsch. Ist immer noch falsch. Ich glaube, das hängt hiermit irgendwie zusammen, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt hier was segnen könnte. Du schleuderst eine Kettenaxt in den Boden und eilst zu ihr. Wie mache ich das? Hm. Fragen über Fragen. Status. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, jetzt sind es ja auch irgendwelche Fähigkeiten. Nee, scheint es nicht zu sein. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Folge geht lang genug und nächstes Mal sprechen wir mit Klempt und gucken mal, ja, wo denn der Tempel der Elfen ist. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.